Servus, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit unserem Alderle. Der große Inseltag steht uns bevor, meine Lieben. Wir werden jetzt gleich nochmal schlafen und dann geht's ab. Jetzt gucke ich gerade, ob meine Anker noch da sind nach dem Einloggen. Ich musste nämlich tatsächlich raus. Hier ist alles noch gut, Leute. Schlafen wir uns aus, essen ein Stück Hai. Huch, die Treppe verfehlt. Es liegt an der Hitze, Leute. So, Schläfle machen, kurz abtupfen. Wahnsinn, es ist erhitzt. Ich wäre am liebsten auf dem Floß. Würde mich jetzt ins Wasser hopfen, wenn ich es könnte. So, das Problem, was wir noch haben, ist aber der Haifisch. Den würde ich ja gerne beschäftigen, während ich da oben rumlaufe, ne? So, komm her, wir trinken erstmal Schlückle, ganz gemütliches Süßwässerle. Oh, es sind so viele Sachen, die wir jetzt demnächst anstellen wollen, Leute. Sachen, die wir ausbauen, neue Tools setzen und so weiter. Süßwasser füllen, trinken. Ah, du warst schon voll, Alter, jetzt gar nicht gebraucht. Ich mache uns aber schon mal Wässerle, wenn wir zurück sind. Was machen meine Haisteaks? Ja, die sind beide fertig. Brauchen wir Verpflegung eigentlich nicht? Die Insel ist nicht groß, die ist ja überschaubar, ne? Da würde ich sagen, ah, komm, wir essen sie beide. Ja, aber ich werde auf jeden Fall schon mal hier ausräumen, weil wir brauchen da bestimmt Platz, ne? Den Haken nehme ich mit und ich würde sagen, wir nehmen die Dings mit. Ich weiß ja nicht, ob ich sie brauchen kann. Was stand denn da eigentlich dabei? Nützlich zum Fällen von Bäumen und Entfernen von Floßteilen. Ich nehme sie mal mit, vielleicht kann ich sie gebrauchen da oben. Und wer weiß, ob es Tiere hat. Ich nehme mal noch einen Speer mit. Ah, ich habe sogar schon einen. So, pass auf. Jetzt machen wir mit dem Haifisch. Was kostet denn noch mal so ein Haiköder? Seile hätte ich genug, ne? Komm, wir angeln uns noch ein paar Haiköder. Vielleicht kann ich den beschäftigen, während ich auf der Insel rumlaufe. Sonst haben wir vielleicht kein Floß mehr, bis ich zurück bin, ne? Abgesichert haben wir ja gestern. Ne? Also der beißt uns jetzt nicht irgendwelche Ultrateile hier raus. Ja, komm, das machen wir ganz gemütlich. Gehen wir es an, wie immer. Lum-li-lum. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, wenn er da gerade da hinten rumsaust. Muss genau hinhören, wenn er kommt. So, ich freue mich voll auf die Insel, Leute. Ganz, ganz happy bin ich darüber, dass wir es gestern doch nicht gemacht haben, sondern heute eine ganze Folge dafür einplanen. Die ist zwar nicht groß, aber das erste Mal Insel halt, ne? Haifisch? Ey, da hinten höre ich ihn halt irgendwann nicht mehr, ne? Haben halt ein großes Ziel, Leute, dass wir irgendwann das ganze Ding abgesichert haben hier. Es wird sehr, sehr teuer. Roher Hering. Buntbarsch hast du nur gefangen, Alterle. Was ist denn da los? Ich bin gespannt, ob ich da oben so Palme abernten kann oder sowas, weißt du? Und wir müssen rumtauchen. Aber da will ich mal gucken, wie wir das Luftmanagement besser in den Griff kriegen. Entweder irgendwas bauen, was uns mehr Luft verschafft, oder irgendwas bauen, wo ich schneller unterwegs bin. Jetzt fange ich hier nur Buntbarsche. Was ist denn da los? Wieso hat's denn da bloß Buntbarsche? Ah, da unten haben wir einiges zum Einsammeln. Es gibt wieder Ziegel, wir werden Metall finden. Da muss ich tiefer, habt ihr gesagt, ne? Schaue ich mir natürlich an. Ganz, ganz viele Hinweise. Ah, endlich. Ein Haiköder. Ein Haiköder. Zwei Seile brauche ich. Das war doch ein Heringle. Das war doch ein Hering, oder? Hoher Hering. Brauche ich zwei oder was? Haben wir die ganzen Seile verballert? Geile Geschichte. Kann ich, während ich angel, ins Menü? Nee. Dann. Ich finde sogar die Musik richtig gemütlich. Passt alles zusammen, ne? Harmoniert. Ja, wenn er da hinten rumbeißt, egal, das baue ich wieder auf dann. Wichtig wäre halt. Jetzt ist das Ding kaputt gegangen hier. Ich dachte gerade, ich bin gerade tierisch erschrocken. Pass mal auf, ich hau uns den Buntbarsch gleich hier drauf, ne? Ich komme mal wieder nicht dazu. Ich glaube, wir laufen einfach hoch und lassen den Haifisch knuspern hier unten. Scheiß drauf, oder? Dim. Jetzt gucke ich nochmal. Einen Köder würde ich. Wir brauchen ja sowieso welche, ne? Wir brauchen ja sowieso welche, Leute. Soll ich ihn jetzt anbringen? Oder weißt du, was wir machen? Noch cooler. Den nächsten Angriff passe ich ab und dann hopfen wir auf die Insel, machen den ersten Durchgang. Und wenn es da viel zu tun gibt, wenn es viel zu tun gibt, machen wir nochmal, ne? Übrigens, danke für den Hinweis mit der Tür, die ist optisch tatsächlich falsch gesetzt. Scheiße! Brauche ich nicht hinlaufen, ne? Schaffe ich nie im Leben. Das wird also noch eine Herausforderung, das hinzukriegen. Brauche ich nicht hinlaufen. Brauche ich nicht hinlaufen. Okay, da hinten ist mir aber jetzt erstmal noch wurscht. Das kostet mich nicht viel. Zwei Blanken. Jetzt gehen wir aber hoch, komm. Ich weiß, dass ihr genauso drauf wartet wie ich. Dem. Oh, das sah gestern besser aus. Ich bin drauf. Rote Blume aufnehmen. Gleich gucken, was kann die? Kann zu Farbe verarbeitet werden. Erlöne. Ha. Nochmal eine rote Blume. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir was anstreichen. Was haben wir hier? Wassermelonen. Und das? Guck mal, unser Floß. Gott, ist das ein Lappen schon? Weiße Blume. Wahrscheinlich auch für Farbe. Lass mich nochmal nach der Melone schauen. Kann zu Farbe verarbeitet werden? Was haben wir hier? Roter Samen. Oder kann ich mir Blumen pflanzen? Melonen können wir pflanzen, Leute.
Oh, vielleicht sind die so ergiebig wie bei Subnautica. Das wäre das Highlight. Ja, geil. Dum, 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 dum. Wer bist du? Schwarze Blume. Nehmen wir alles mit, Leute. Und einen schwarzen Blumenseed. Und hier? Blaue Blume. Ananas. Oh, Leute. Ich brauche... Oh, da brauche ich einen Garten. Oh, da müssen wir uns einen Garten anlegen. Wie, gelber Samen. Ist schon vorbei jetzt. Ist Inventar schon voll? Hajo, ist Inventar schon voll, Leute. Jetzt kommt der große Moment, wie komme ich wieder zurück? Das schaffen wir nicht, da werden wir schwimmen müssen. Und da haben wir ja das Problemchen, dass ich so beherzt hier aufgebaut habe. Wir müssen jetzt ganz außen rum schwimmen. Naja, da hätte ich ja vielleicht einfach hier noch eine Rampe hinbauen können. Habe ich zufällig Mats dabei? Nee, ne? Für eine Schräge? Ich guck mal. Doch, 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 habe ich. Aber hier will er mich keine hinbauen lassen. Doch! Mama, warte mal, warte mal. Ah, scheiße, ich habe gedacht, ich kann da eine nach unten bauen vielleicht. Das wäre es gewesen. Wir haben aber die Möglichkeit, hier noch... Ah, da zieht er sich jetzt. Das hat er da jetzt keinen Bock drauf hier. Scheiße. Aber die eine hat es gerade angezeigt. Für einen kurzen Augenblick meines Lebens konnte ich sie sehen. Warte mal. Wenn du die drehst... Das Problem ist, die hätte nach unten lappen sollen. Das macht sie jetzt nicht, ne? Schade. Für weitere Teile halten. Ja, das ist problematisch. Ich probiere jetzt aber hier das nochmal. Vielleicht geht's ja doch. Ne, ne, hier will er nicht anbauen. Da fehlt ihm halt das Fundament. Okay, Leute, dann Risiko, Fisiko. Wo ist der Haifisch gerade? Ich muss da hinten rum. Ich spring einfach rein. So. Lum, lum, lum. Kurz mal nach links, nach rechts geschaut, nach hinten geschaut. Im Moment sehe ich ihn nicht. Haha! Ohne Biss überlebt. Oh, jetzt brauche ich Kisten. Jetzt brauche ich Platz, Leute. Das ist ja geil. Scheiße. Ich gehe hoch. Lumlilum. Das freut mich. Alter, überall ist das Zeugs hier voll gebollert. Melone. Pass mal auf. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich werde die guten Seeds hier unten reinpacken. Und der Fisch ist auch fertig. Also, guck mal. Wassermelone werden wir auf jeden Fall anpflanzen. Ananas will ich auch anpflanzen. Definitivle. Wie ergiebig ist wohl so eine Melone? Das werden wir auch noch rausfinden. Ich packe die mal hier rein. Oh Leute, ist das schön, was da alles gibt. Dann habe ich hier die Tools zusammengerafft. Da werde ich auf jeden Fall die zwei Blümchen schon mal reinlegen. Jetzt müssen wir halt irgendwo eine Kiste kurz zweckentfremden. Ich glaube, hinten war nicht viel drin. Hier in der da. Genau, und da haue ich jetzt die Sachen rüber. Zack, zack. Da muss ich halt jetzt das Lager aufbauen. Ey, die Ananas nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit, Leute. So, dann gehen wir das jetzt alles ausräumen und gehen wir nochmal eine Tour. Ich habe ja noch lange nicht alles gesehen da oben. Da ist mehr jetzt gewesen, als ich gedacht habe tatsächlich. Ne? Ich dachte, ja, was wird da groß drauf sein auf so einem kleinen Insel? Hammer Geschichte. Den Haken, den will ich mal noch mitführen. Komm, wir essen mal so eine Ananas. Ich will mal gucken, was die kann. Wow, die macht sogar Wasser mit weg. Oh, das ist schön. Das gefällt mir. La, la, ich bin total happy, dass wir die jetzt gefunden haben, die Insel. Da gibt es auch größere, glaube ich, noch, ne? Ja, pass mal auf. Ich mache das natürlich jetzt folgendermaßen, Leute. Halt, den kannst du nicht. Den kannst du nicht. Dann machen wir nochmal Kartoffelchen. Ein Kartoffelchen. Das gibt ein wunderschönes Abendessen. Jetzt hast du keinen Blanken mehr, ne? Das ist ja immer dasselbe mit mir. Lumlilum, lumlumlilum. Aber du hast ja Zeit, ne? Wenn du hier mal hier so Odyssee-mäßig, sag ich schon, Robinson-mäßig gestrandet bist. Hast du ja keine Probleme, hast du Zeit ohne Ende. So, gehen wir auf die 6. Ist das noch? Lum, lum, kannst du noch mal essen? Dann trink mal gleich einen Schluck, bevor wir noch mal hochgehen. So, bam, param und bam, param. Gefällt mir. So, das läuft. Wir sind aufgestärkt, mehr oder weniger. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Zack, das wieder rüber, die Seile noch wegräumen und dann gehen wir noch mal hoch. Schwupp, schwupp, schwupp. Was macht unser Haifischle? Keine Ahnung. Den Köder hebe ich jetzt mal auf, Leute. Den werden wir dann für die Tauchrunde brauchen, weil wir machen morgen komplettes Inseltauchen. Dann angel ich ein bisschen was. Und dann gucken wir uns das an. Pass mal auf, bevor ich jetzt da nachher wieder. Im Moment höre ich ihn. Da hinten ist er. Digga, nicht an meinem Eimer. Nicht an meinem Eimer, du Stück, du Gammlichs. Geh weg. Hat's noch geschafft, der Sack. Ich baue es gleich wieder auf. Da vorne ist man so ein bisschen unheimlich mit dem. Lim, lim, lim. Ah, ne, er war nicht direkt am Eimer. So, Leute. Also hier müssen wir halt tatsächlich noch gucken, wie wir das zukünftig dann gestalten wollen, ne? Weil das Floß, wenn das so groß werden soll, wir werden es nicht erwischen, den Haifisch. Wenn wir hinten unterwegs sind,
Dann beißt er uns ganz gemütlich das Floß an der anderen Seite zusammen. Ich hoffe ja auf die Verstärkungen, aber es könnte gut sein, dass die viel zu teuer sind. Ne? Wiederum auf der anderen Seite, Leute, wenn wir so bauen wie hier, dann beißt er nicht gleich alles weg. Ne? So, jetzt aber. Jetzt haben wir wieder ein paar Minuten Zeit. Ich räume noch kurz einmal die Sachen wieder weg. Schabübel und Kazübel. Lalala, das nehme ich mit. Nö, dann mach's hier mit dazu. Und den Haiköder, den packe ich jetzt auch mal hier rein. Den hole ich aber nachher hier wieder raus. Dann haben wir hier tooltechnisch alles im Griff. Den Bauhammer brauche ich jetzt doch, falls ich drüben irgendwas bauen will. So, Leute, auf geht's. Die Aufregung ist der Hammer, wenn man dann so Insel gefunden hat hier, ne? Schabübel und Kazübel. Ich hoffe, dass die eine Blume. Muss halt gucken, dass ich da jetzt irgendwie, ne? Dass ich nichts liegen lasse. Hier ist nochmal eine gelbe. Nehme ich mit. Lalala. Lalali. Lali. Lala. Haben wir noch irgendwas hier oben, was ich brauchen kann? Scheinbar nicht, ne? Offensichtlich habe ich tatsächlich schon alles gehabt. Ich probiere natürlich die Bäume zu fällen. Sind ja Blanken. Da hängt eine Kokosnuss. Da hängt eine Kokosnuss, Alterle. Habe ich die jetzt geholt? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ach, Palmenblätter. Guck mal, Mangosamen, Leute. Ist gar kein Kokosnuss. Mango! Boah, ich brauche einen Garten. Wir brauchen eine Gärtle. Das gleiche Spiel hier. Mango. Ja, geile Geschichte. Nehmen alles mit. Nehmen alles mit. Blanken. Ist das ergiebig? Die nehme ich komplett mit. Die Insel wird leer sein. Das kann ich nicht, ne? Das Zeug hier. Nee. Dann machen wir hier nur weiter. Ist das cool? Doch, jetzt Kokosnüsse. Kokosnüsse. Planken. Ey, wenn ich Mangos pflanzen kann, kriege ich da eine Bäumle? Kriege ich da eine Bäumle? Müssen wir jetzt natürlich alles in aller Ruhe untersuchen. Und dann bereiten wir die Tauchrunde für morgen vor noch, ne? So, Leute, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meiner Meinung nach nicht. Haifisch? Haifisch, wo bist du? Zeige dich, mein Freund. Im Moment fände ich sogar cool, wenn er irgendwo da hinten rumknabbert, weil dann könnte ich in aller Ruhe nämlich jetzt raus. Ist das cool mit der Insel? Okay, würde ich sagen, halt Risiko-Fisiko, so wie wir es immer machen. Hiya, Boozer! Die Frage ist, wenn er wo ist, wo greift er an? Man erschrickt halt trotzdem, auch wenn er nicht wirklich viel Schaden anrichtet. Nee, hat uns nicht erwischt. Hahaha! Ja, wie geil ist das denn? Lass mich mal kurz gucken. Also. Dann müssen wir wegräumen. Dann müssen wir erstmal alles zusammen gruscheln. Hier haben wir die Dinger drin, alles klar. Dann hatte ich hier die gelben Blumen. Sehr schön. Dann haben wir keinen Platz mehr gehabt, das erinnere ich mich gerade. Ja, normalerweise bräuchte ich jetzt eine Kiste, ne? Eine neue. Pass mal auf, die Kokosnüsse lindert den Durst und stillt den Hunger ein wenig. Okay, dann haben wir hier Mangosamen. Und dann haben wir hier die Mangos, ne? Hö? Aber die Kokosnuss kann man offensichtlich nicht anpflanzen, so wie ich das jetzt hier sehe. Haben wir die Insel geschröpft? Krass Geschichte. Ey, wie mache ich das jetzt mit dem Garten? Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, dass ich jetzt hier nochmal große Ausbaurunde. Ich glaube, da kommt der Hai gerade. Der ist zwar da, aber er greift nicht an, ne? Ey, das mit den Gärten, wie machen wir das? Weil das da lasse ich jetzt so, ne? Wir könnten natürlich hier versuchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt muss ich mal kurz gucken, Leute. Wir haben denn eine größere Anbaufläche gehabt, ne? Vielleicht kann ich da eine schöne große hinsetzen. Schauen wir mal eben. Und was wir auch machen wollen, und das werde ich jetzt heute mal in Angriff nehmen. Also, hier, das werden wir auf jeden Fall schon mal lernen, würde ich sagen. Eine leere Flasche. Aber lässt dich größere Pflanzen züchten. Die will ich checken. Das da war's. Also, pass mal auf. Jetzt machen wir als allererstes mal so eine Laterne klar. So, da haben nämlich auch ein paar gefragt, mach doch mal ein Laternchen und irgendwie habt ihr ja recht. Dann sieht man vielleicht auch ein bisschen was. Schauen wir mal, wo ist die gute Laterne drin? Sehe ich sie jetzt bloß nicht? Grille? Grille. Grill, kleine Anbaufläche, Vogelscheuche. Fup, 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 fup. Was war denn das hier eigentlich? Forschungstisch, ja, ist klar. Tja, Leute, ich sehe keine Laterne hier drin. Könnte aber unter Umständen. Doch, da ist sie. Sechs Planken und vier Schrott.
Und der Haifisch ist gerade irgendwo am Beißen. Wo? Da hinten. Das ist seine Stelle. Vier Schrott werden wir wahrscheinlich nicht haben, bevor man eine Tauchen. Ach doch. Boah, da habe ich ja die anderen Sachen rein. Gott, haben wir jetzt viel Zeugs gefunden. Freue ich mich. Okay, ich würde sagen, zwei Laternen wären schon eine coole Geschichte. Bin gespannt, ob ich die irgendwie füttern muss mit irgendwas. Oh, das sind Standfackeln. Oh, das ist natürlich schön. Hier drin wäre natürlich nicht verkehrt, wenn wir eine hätten. Da ist eh immer so dunkel. Hier zwischen rein, oder? Mal gucken, wie hell die macht. Oh, ist das cool! Ja, jetzt sehen wir auch was, Leute. Ich brauche noch eine, brauche ich noch eine. Komm mal nicht drum rum. Ich brauche noch vier Planken, zwei. Da mache ich nämlich jetzt auf jede Seite hier auch nochmal eine Laterne hin. Ein Laterne. Habe ich es richtig gemacht? Ja. Also, pass auf. Schönes Plätzle gesucht. Ich würde ja sagen, hier eine hin. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll. Und hier eine hin. Ja, mit dem Däumler nach oben hast du verdient. Ach Gott, ist das cool, Leute. Jetzt sehen wir richtig was hier. Jetzt ist die Nacht wurscht, oder? Das gefällt mir halt tierisch gut. Sehr schön. Also gut, da muss ich mir Gedanken machen wegen Garten. Pass mal auf. Check. Wir checken erstmal. Jetzt bauen wir hier ein bisschen Zeugs raus. Gibt es denn die Wasserflasche? Das machen wir in einem separaten Projekt. Eimer auch. Lass mich mal kurz durchgucken. Was war denn das hier? Trophäenbretter. Das können wir dann auch später machen. Dann haben wir den Teppich gehabt. Was ist denn das hier? Große Anbaufläche. Lässt dich Bäume züchten. Boah, aber da brauchst du eine Scharniere. Da brauche ich eine Scharniere. Das würde ich sagen, machen wir dann als nächstes, sobald ich Eisen geholt habe. Lass uns mal die mittlere Anbaufläche kurz freischalten. Und entsprechend eine bauen. Hole ich nochmal Planken. Ist das geil mit dem Licht? Willkommen zu Ha. Scheiße, Wellengang kommt. Und zwar kein kleiner, wie ich das sehe. So, mein Freund. Und jetzt bauen wir die mittlere Anbaufläche einmal. Vielleicht kann ich die Ananas da schon mal reinballern. Ich habe auch schon ein Plätzle, wo wir es testweise mal hinstellen. Ach so, die Möwen. Egal, mit irgendwas muss ich jetzt. Machen wir das einmal so. Ist das ein Kübel? So, und ich hatte noch eine zweite Vogelscheuche. Die werden wir da jetzt schön drapieren. Die Frage war jetzt nur, wo habe ich die hin? Ist uns die kaputt gegangen, die zweite Vogelscheuche? Offensichtlich. Dann wird es halt nur die hier. So, mein Freund. Ich habe eine Aufgabe für dich. Möwenschreck. Ich denke da immer, ich habe irgendwas komplett verholzt. So, die brauche ich ja eigentlich nur so lange dahinsetzen, bis es rausgewachsen ist, das große Zeug, ne? Hier könnte jetzt aber eigentlich auch schon wieder ein Lämple hin, Leute, ne? Haben wir doch die Möglichkeit für ein Lämple? Ich gucke nochmal durch. Eine kleine Lampe. Schalalampe. Oh, das hat sich falsch angehört, ne? Die kann ich auch als Wandfackel hinmachen. Oh, das ist natürlich cool. Problem ist, dass jetzt hier oben drüber das. Ich weiß nicht, ob das dann abbrennt. Nee, ne? Ist ja ein Spiel. Da geht sowas. Ja, da kommt jetzt hier rechts auch nochmal eine hin, ist klar. Jetzt pass mal auf. Samo Mamo. Wo habe ich das? Sind die Blumen? Die werde ich dann irgendwann mal zur Farbe verarbeiten, wenn ich weiß, wie es geht, was man alles machen muss. Hier sind die Blumensamen. Die sind mir erstmal wurscht. Ich will gucken. Melone. Und was war das andere? Ananas. Die Mango mache ich mal hier. Und das ist, ich nehme an, die Mango könnte eventuell ein Baum sein, ne? Jetzt probiere ich mal spaßhalber, ob ich eine Kokosnuss da reinmachen könnte. Was ich nicht glaube. Nee, was bringt mir eine Kokosnuss, wenn ich sie esse? Oh, ist okay, komm, die putz mal kurz weg. So, was habe ich jetzt? Muss ich gucken. Am liebsten hätte ich natürlich Mango. Mango wäre so first. Oder dann halt Melonen und dann Ananas. Probiere ich mal. Ich denke mal, Mango darf hier nicht. Nee. Mango geht hier nicht. Wassermelone funktioniert. Und Ananas funktioniert. Oh, ist es gut. Oh, ist es gut. Freue ich mich. Boah, was ist denn da heute für ein Wellengang, Alter? Guck dir das mal an. Lumli, lumli, lum. Oh, jetzt regnet es aber normal. Braucht die doch dann. So. Alles klar, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Die Insel haben wir oben fertig. Ich würde sagen, morgen gehen wir runter in die Tiefen der Insel. Au, die Melone verdirbt. Da muss ich natürlich gucken, wenn die verdirbt, dann esse ich die schon mal. Ah, schön, oder? Guck mal, wie die Wasser auffüllt.
der isst immer nur ein Stück runter. Das ist ja geile Geschichte. So, mein Alter, jetzt pack dir deine Samen wieder weg hier. Wo mache ich die hin? Oben hätte ich sie gerne gehabt, hier in der Mischkiste. Da haben wir noch Ersatznetze, soweit okay. Also, pass auf, Ananassamen hebe ich mir mal auf. Das werden wir auf jeden Fall machen. Mangole wird es bei uns bald geben, Leute. Alles klärle. Wir haben die Insel entdeckt. Wir haben uns Licht geschaffen. Unser Floß geht unter. Machen wir hier zu. Oh, Alter, aber es ist ein super Wellengang hier, ne? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir gleich tot sind, weil der Haifisch hier rüber hüpft. Ballele, schwimm! Guck mal, da gedeiht unser Zeug, Leute. Ist der Wahnsinn. Komm, ich will noch die Dings bauen. Eine Lampe hier, dass das symmetrisch ist. Sonst kann ich jetzt schlafen heute Nacht. Scheiße, wir haben kein Ding mehr. Oh, das ist aber blöd. Ich habe keinen Schrott mehr. Ist hier irgendwo ein Fass, das ich kurz hole? Zu weit weg. Gut, dann werden wir halt kurz da runter gehen und uns zwei, drei Bisse abholen. Ey, aber zum Runtertauchen würde ich das jetzt echt wegbauen. Das lasse ich wahrscheinlich dann auch weg. Und das hier auch, weil es einfach nur auch bescheuert aussieht. So, Leute. 3, 2, 1, direkt runter. Sieht denn jemand? Ah, oh, da mich erwischt, der blöde Hund. Hier ist Schrott. So. Von wo kommt er? Alter, ist der mies drauf. Wieder nicht gesehen. Ich komm scheiß drauf, ich muss es mit dem Köder machen. Ich habe da einfach zu viel Bedenken, dass ich da jetzt drauf gehe. Blöd, Mann. Däumlicher. Reicht mir das für eine Lampe? Scheiße, ich brauche 4 Schrott. Machen wir morgen dann die zweite Fackel, ne? Herrlich. Herrlich. Ausbau vom Floß vorne, hinten, beziehungsweise links und rechts. Das machen wir dann, wenn wir wieder auf hoher See sind. Ich würde sagen, wir bereiten uns wirklich vor, dass wir einen Tauchgang machen. Haifisch ablenken, Haifisch töten sind Optionen. Luft. Jetzt will ich mal gucken. Da gab es doch bestimmt auch irgendwas, was mir hilft, länger da unten zu bleiben. Fortschrittlicher Grill. Das kommt dann alles. Lager. Da freue ich mich auch drauf. Dann haben wir hier, was ist denn das? Sammelnetz. Fängt automatisch Objekte. Ach, das haben wir schon gelernt da unten. Freue ich mich drauf, spricht's. Was müssen wir denn hier noch? Ton? Und ein Ei muss hier rein und dann kann ich eine Heilsalbe machen. Okay, was sind das hier? Lederweste. Lederhelm. Ist das krass? Fernglas. Rucksack. Ist nicht hübsch, sondern vergrößert dein Inventar. Geile Geschichte. Antenne. Sprinkler. Oh geil, da brauche ich richtiges Gettle auf, Leute. Schaufel. Aber ein Sprinkler? It seems to need a battery. Schaufel, nützlich, um Schmutz zu sammeln. Metallpfeil. Netzkanister, ey, Wahnsinn. Ja, aber ich will eigentlich... Boah, kann man da viel Zeugs machen. Fortschrittlicher, kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen, benötigt keinen Treibstoff. Den Hinweis habt ihr auch gesagt. Da brauche ich Glas, scheiße. Wir haben ein Glas irgendwo rumliegen. Leider nur eins, aber ich muss Sand schmelzen, glaube ich. Dann kriege ich Glas, ne? Da haben wir Metallangel. Eine Batterie? Ja, wir müssen ja nicht alles auf einmal machen. Ich will jetzt tatsächlich mal kurz versuchen, hier irgendwas Nützliches zu finden für gleich. Hängematte. Schrotthaken. Das ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Er ist schneller, haltbarer und kann weitergeworfen werden. Auch eine Geschichte. Also müssen wir also die Bolzen uns irgendwann mal machen. Eine Uhr. Sauerstoffflasche. Ah, und dafür muss ich die Flasche entdecken. Sehr gut. Das ist eins der Dinge, die ich gerne machen möchte. Flossen, Leute. Seetang. Hatten wir nicht Seetang rumliegen oder habe ich den komplett verholzt? Muss ich gucken. Weißt du, dass wir uns wenigstens Flossen machen, dann sind wir ja auch schneller wieder oben. Lufttechnisch. Muss ich mir allerdings ein bisschen Seetang holen. Ich will jetzt dem Haifisch hier nicht. Wenn er irgendwo gerade rumbeißen wird. Der Blödmann. Weißt du, weil Seetang haben wir ja hier genug. Mein Leben. Ein Biss halte ich aus, ne? Vielleicht kriege ich kurz Seetang geholt. Komm her. Runter. Der da, ne? Scheiß drauf, Haifisch. Du. Scheiße, habe ich Sand abgebaut. Ich muss auf mein Leben achten. Also werden wir das morgen machen. Vorbereitende Tauchrunden, ein bisschen Seetang rausholen. Es sei denn, er beißt jetzt gerade irgendwo ins Floß, Leute. Wir bleiben mal noch kurz dran. Dem sein Intervall müsste nämlich gleich wieder losgehen. Da hole ich ein bisschen Seetang. Dann bauen wir uns vielleicht die Flossen.
Und dann tauchen wir die Insel wirklich gründlich ab. Zur Not mache ich zwei Runden. Nehmen wir das Seetang mit, Sand nehmen wir mit, Ton nehmen wir mit und schauen mal etwas tiefer auch entsprechend nach Erzen. Und dafür wäre, glaube ich, die Sauerstoffflasche halt auch eine Geschichte, ne? Und die fängt an damit, dass ich das hier lerne. So, und dann baue ich da jetzt auch gleich eine, meine Lieben. Pass auf. Dann baue ich so eine. Da brauche ich Kunststoff und Klibbermibber. Ich habe nur zwei Klibbermibber. Alles klar, das werden wir morgen machen. Wir gucken, dass wir die Flossen kriegen. Wir schauen, dass wir die Sauerstoffflasche uns ranziehen. Für unser. Bevor wir abheben wieder. Beziehungsweise bevor wir den Anker lichten. Bevor wir abheben. Ja gut, bei dem Floß weiß ich nicht, ob das immer auf dem Wasser bleiben wird jetzt. Ne? Also Flossen möchte ich machen auf jeden Fall. Sauerstoffflasche, dass die so ein bisschen näher kommt. Abtauchen, Matt sammeln. Ein, zwei Kisten werde ich noch setzen müssen, dass wir das Zeug auch verstaut kriegen. Was machen eigentlich unsere Melonis? Oh, guck mal hier, das kannst du gleich mal rausnehmen. Du musst nämlich bestimmt auch gleich wieder essen, mein Freund. Jo, das Zeug wächst da hinten. Ist das der Wahnsinn? Könnt natürlich jetzt hier auch noch ein Dächle drüber. Leute, wir haben Melonen und wir haben Ananasse. Ananasic. Ihr wisst, was ich meine. Schönes Ründle, sehr ergiebig. Komm, Haifisch, jetzt beiß irgendwo rein. Vielleicht habe ich dann die Chance, dass er tot ist. Ne, er lebt noch, ne? Ja, den werden wir auch noch wegbolzen, bevor wir runtergehen in die Tiefen. Meine lieben Morgentauchründchen. Ganz gemütlich einmal runter, die ersten Mats holen, oben entdecken, durchjagen. Die Flasche, die kann ich nur bauen, wenn ich den Clipper habe, ne? Und den kriege ich wiederum raus aus den Kletterpflanzen. Komm, wir gehen noch einmal runter. Ich probiere nochmal mein Glück. Scheiß drauf. Irgendwo. Das geht nicht. Welches sind. Ah, da ist sie, glaube ich. Das ist sie, ne? Nee. Welches sind denn die Pflanzen, Leute? Die da, ne? Ach, die musste ich nur mit E. Dann können wir direkt wieder hoch. Zisch, Alter, zisch. So, es hat geklappt. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Pass emoluf, pass emoluf. Das ist zu wenig, gell? Das ist zu wenig. Und die entdecken habe ich schon. Nee, musste ich auch entdecken. Jetzt können wir die Flossen machen. Die lerne ich uns auch. Und die müssten hier drin sein. Super. Plastik kriegen wir hin. Seile kriegen wir hin. Seetang gibt es unten. Und fünf. Vom Clipper-Mipper. So geht's hier weiter, meine Lieben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen um 17 Uhr geht's weiter. Wir bleiben noch ein bisschen hier vor Anker. Ich werde den Alterle wieder aufbauen. Was jetzt mittlerweile kein Problem ist. Wir haben so viel Esszeugs. Ah, und da kommt auch passend die Musik. Komm, wir bauen uns noch einen Heisteg, Alterle. Oder? Was meinst du? Bam. Auch was ich auch noch probieren kann, bleibt mal noch kurz dran. Dann war der da auch dabei. Sind ja auch alles mit Hinweise, die aus euren Reihen so ein bisschen kamen. Ihr habt gesagt, ich soll den Sand hier platzieren. Und da bekomme ich dann Glas raus. Dann können wir das Glas oben entdecken und dann sind wir da auch schon wieder Stüfle weiter, ne? Dim, dim. Ich hab Melonen hier auf meinem Boot. Ich ernte sie, weil ich's kann. Oh, die Melone gab keinen Samen. Das ist tragisch. Wieso hat die jetzt keinen Samen abgeworfen, die Melone? Ich habe mich so gefreut, dass ich nochmal eine nachsetzen kann. Ich kann sie auch nicht entkernen, oder? Vielleicht kriege ich aber Kerne, wenn ich sie gegessen habe. Das ist Ananas. Das war's, Melonenzeitalter. Ist schon vorbei, Leute. Ich probiere das mal. Vielleicht lässt er ja die Kerne übrig. Nö. Keine Chance. Also komm, dann pflanze ich doppeltes Ananasglück. Schöne Geschichte. So, Leute. Und schon sind die Runden wieder ein bisschen länger, ne? So. Ein Kleber mit habe ich. Was macht unser Glas? Glas hat geklappt, Leute. Aber wir kommen langsam vorwärts. Ich mag meine Geschwindigkeit, ja, ne? Guck. Bäm. Zack. Schön. Ergiebiges Ründle. Das machen wir jetzt noch zusammen. Fertig hier, komm. Zwapp. Und die falsch umgesetzte Türe auf. Machen wir das hier so. Dann brauche ich ein bisschen Süßwasser. Schon habe ich wieder die Rennerei hier. Zwapp. Und gleich nochmal nachjagen, dass der alte Lau was davon hat. So, Leute. Was ist mit dem hier verkehrt? Okay, das passt.
Also, dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr wieder genau an Ort und Stelle. Ich freue mich auf euch. Bis dann.